Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Witcher. So, wir machen jetzt den Hauptquest weiter, weil in der letzten Folge, die ich aufgenommen habe, habe ich das letzte Schema gefunden von der Rüstung. Aber ja, es ist ein kleines Problem aufgetreten. Das Spiel ist In so abgekackt und hat herrlicher mir Natur. dabei die Aufnahme geschrottet. Ja, ich kann auch dazu sagen, die Höhle war leer. Also war nicht allzu spektakulär. Und deswegen habe ich auch keinen früheren Speicherstand geladen, das dann nochmal zu machen. Hätte sich jetzt nicht gelohnt. Und so, jetzt werden wir aber erstmal Was kann ich für dich tun? das Zeug dahin bringen. Was verkaufst du? Was kannst du empfehlen? Ja, hast ja wenigstens ein bisschen Geld. So. Ich bin nämlich noch ein bisschen. Ich will nicht sagen überladen. Da habe ich schon in Novigrad gut verkauft. Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind und so oder so das Zeug noch abgeben, dann tun wir das gleich hier noch heraushauen. Oh. Nicht genug Geld. Naja. Leb wohl. Wie kann ich helfen? Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. So. Ich war vor einiger Zeit auf Undvik und habe das hier gefunden. Mensch, mich tritt ein Pferd. Das sieht echt aus. Weil es das auch ist. Sieh nur die Zeichen. Echt? Woher hast du es? Das war nicht einfach. Also, ich hoffe auf einen guten Preis für meine Rüstung. Harmon Elb Grönekan, Generalleutnant der 2. Reiterarmee. Willkommen in unserer bescheidenen Schmiede. Was für eine große Ehre. Mir ist zu Ohren gekommen, dass der General ein Kenner und Sammler von Rüstungen ist. Das stimmt. Und du wirst als Meister deines Handwerks bezeichnet. Zu gütig, Herr zu. Ich brauche eine Rüstung. Schwer. Sie muss Geschossen standhalten können. Geschossen? Bolzen etwa? Nicht einfach. Mit einer speziellen Legierung, Härtung. Mit dem neuen Werkzeug geht das. Fach das Feuer an. Ich bereite den Rest vor. Ganz schön dreist, deine Helferin. Du erlaubst dir viel. Ja, es ist, wie es ist, General. Gute Hilfe ist schwer zu finden. Wir gehen nach draußen, um das Geschäftliche zu besprechen. Es ist immer dasselbe. Mir reicht's. Dir reicht's? Sie behandeln mich wie Dreck, eine niedere Arbeitskraft. In Wahrheit muss ich die Rüstung des Nilfgaarders machen, dem Fergus in den Arsch kriecht. Und deine übrigens auch. Und was macht Fergus eigentlich? Hufeisen, Nägel. Er kann nicht viel mehr. Versaut schon die einfachsten Sachen. Aber er wird Meister genannt. Niemand würde mich für eine gute Rüstungsschmiedin halten. Einen Menschen, obendrein noch eine Frau. Aber einen Zwergenschmied schon.
Wenn das so ist, sei standhaft. Lass dich von ihm nicht so behandeln. Das werde ich auch nicht mehr. Er kann die Rüstung für den Nilfgaarder selbst machen. Ich mache auch eine. Dann sehen wir, welche besser ist. Aber eine Sache schaffe ich nicht alleine. Würdest du mir helfen? Hängt davon ab, wobei. Um die Rüstung fertigzustellen, muss ich sie härten, in einem Bad abschrecken. Eigentlich nehmen wir Öl, aber ich möchte Säure benutzen. Kikimoras und Erzgreifen spucken Säure. Erzgreifen? Meinst du Drachengreifen? Vor einigen Tagen kamen die Männer des Barons vorbei. Sie haben nördlich von Krähenfels einen gesehen. Er hat dort Menschen umgebracht. Mhm. Wahrscheinlich gibt es einen Auftrag für den Greif. Dann könnte ich zwei Bestien mit einem Stein erschlagen. Ich sehe, was ich tun kann. Bring mir die Säure, dann beweise ich, dass ich besser bin als Fergus. Und ich fertige die Rüstungen an. So gute Rüstungen wie kein anderer. Okay. Ja, eigentlich wollte ich ja am Hauptquest weitermachen. Aber wenn das so ist, dann machen wir doch, glaube ich, erstmal den Quester. Oh nein. Das sollten wir nicht. Na gut, das ist ja nicht so weit. Das machen wir schnell. Und ja, dann kriegen wir vielleicht mal eine anständige Rüstung. Ich hoffe, hier passiert kein Unheil. Solange ich hier weg bin. Du bist der Hexenmann, der Mutant. Versuchen Sie alle zu helfen, dass die Verschaffenen sich dran lässt. Und darum. Und dann können wir mal den Hauptquest machen. Da alle anderen Aufträge und so, was wir jetzt haben, noch zur Verfügung haben. Ja, jetzt momentan stufenmäßig ja, nicht so pralle sind. Deswegen verschieben wir das mal noch ein bisschen nach hinten und kümmern uns da ums Wesentliche. Oh nein. Das ist nicht dein Tag. Verdammt. Aua. Komm ran. So. Wo hast du denn deinen Scheiß verloren da? Na gut, dann gucken wir mal hier, wo das kleine Spuckvieh ist. Ich hoffe, das wird nicht allzu schwer. Würde mich jetzt aber wundern, wenn es mitten im Wald ist und nie auf einer Lichtung. So. Da hat's doch was. Nur noch eine Hand übrig. Der Erzgreif hatte ein Festmahl.
Das glaube ich auch. Was soll ich hier noch mehr untersuchen oder was? Aufgerissener Bauch, klaffende Wunden, das waren Klauen. Darf ich jetzt den Spuren folgen? Oh, immer noch nie. Was gibt's denn hier noch Interessantes? Hallo? Außer, dass ich wieder im Baum hängen bleib. Hat hier mit dem Fressen aufgehört und ist ins offene Gelände, um wegzufliegen. Hat hier mit dem Fressen aufgehört und ist ins offene Gelände, um wegzufliegen. Die Feder eines Erzgreifs. Er muss sie beim Wegfliegen verloren haben. Hoffentlich ist das Nest in der Nähe. Na gut. Ich guck mal oben auf den Hügel. Wo kommt denn der her? Na, ja, das kann ja wieder eine Weile dauern. Mir wird schwindlig. So viel dazu, das kann eine Weile dauern. Jawohl. So. 10 auf Verschimmeln, 10 auf Verstümmeln, jawohl. Das ist. Aber warum ist die teurer? Ja. Gut, die Hauptsache ist, wir haben den Quest erledigt. Und gibt's vielleicht noch was im Nest? Der hat nichts im Nest? Schwach. So. Ne, dann können wir ja schon wieder zurück. Und ihr die Säure bringen. Halt. Da sind noch ein paar nette Herren. Sehr schön. So macht man das. Nein! Habt ihr irgendwas hier rumliegen? Nee, ne? Nix.
Oh, die Banditen wollen auch nie hier. Na toll. Hat sich ja wieder richtig gelohnt. Langsamer. Wieso müssen wir jetzt hier wieder rumreiten? Naja, was soll's. Das Navi wird's schon irgendwie wissen. Hat er jetzt Windkarten gemeint? Ich bin ja eigentlich schon ganz gut dran. Muss ja jetzt eigentlich nur noch in Skellige dann die Spiele machen. Ja, ja, hör auf zu saufen, dann wird es auch nie so dunkel. Also gut, gib mir. Schneller. So, meine Kleine. Du bist zurück. Und? Hast du die Säure? Mhm. Benutze sie mit Bedacht. Sie ist das Ätzendste, was es gibt. Ich weiß. Dort, wo ich herkomme, hat sie viele Männer verätzt. Die Rüstung ist bereit für den letzten Schliff. Wir werden bald sehen, wer besser ist. Fergus oder ich. Geralt, sie ist fertig. Sieht sehr professionell aus. Willkommen, General. Die Rüstung ist fertig. Sie ist sehr schön geworden, wenn ich so sagen darf. Eher grob. Ich vertraue darauf, dass das Aussehen nicht der Qualität entspricht. General, ich habe ebenfalls eine Rüstung angefertigt. Werfen Sie einen Blick. Was soll das heißen? Genau das, wonach es aussieht. Joanna hat auch eine Rüstung angefertigt, General. Sie will zeigen, dass sie die bessere Schmiedin ist. Um der Götter willen, Joanna. Was erlaubst du dir eigentlich? Temerien ist und bleibt wildes Land. Ungehorsam dieser Art würden wir in Nilfgaard niemals dulden. Wenn ich erklären dürfte, Herr General, ich bin nur dem Anschein nach Fergus Untergebene. Darauf haben wir uns geeinigt, denn niemand würde glauben, dass eine Frau besser ist als ein Zwerg. Du hast recht. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber du bist von deinen Fähigkeiten überzeugt. Dann wollen wir sie testen. Nicht mit Puppen, sondern im echten Kampf. Oho, was für ein Auflauf. Du da, leg diese Rüstung an. Ich wollte nur mein Pferd beschlagen lassen. Das ist keine Bitte. General, ich habe diese Rüstung für einen Mann gefertigt. Sie passt mir nicht richtig. Dann such dir jemanden, dem sie passt. Geralt, würdest du mir helfen? Was soll das für ein Test werden? Ich habe eine Rüstung bestellt, die Bolzen standhalten soll. Wie werde ich das wohl testen?
Keine Sorge, Geralt. Diese Rüstung hält jedem Bolzen stand. Durch das Härten mit der Säure kann nur eine Ballista sie durchdringen. Hilf mir bitte. Na gut. Also gut. Hoffentlich bereue ich es nicht. Legt beide eure Rüstung an. Ich erwarte euch draußen. Ja, tolle Wurst, ey. Oh. Muss das sein? Teufel, ich bin nur gekommen, um mein Pferd beschlagen zu lassen. Huch! Sieht das für dich nach einer Rüstung aus, die Bolzen standhält? Entschädige diesen Mann. Gut. Dann wollen wir mal sehen, was diese andere Rüstung wird. Die Götter haben dich geschickt. Lebt er? Ja, aber die Rüstung taugt nichts. Steh auf! Ich will mir die Rüstung ansehen. Nicht mal eine Delle. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken, aber ich muss zugeben, dass es dir gelungen ist. Wohin willst du, Zwerg? Hör gut zu. Die Schmiede gehört ab jetzt Frau Joanna. Sie wird alle Aufträge der Nilfgaardischen Armee erledigen. Verstanden? Ja, klar und deutlich. Deine Bezahlung für die Rüstung. Ich schicke jemanden, um sie abzuholen. Dann gehe ich wohl auch besser. Ich hole nur meine Sachen. Warte. Wir müssen nicht getrennte Wege gehen, Fergus. Du warst mir eine gute Hilfe. Wir könnten weitermachen. Nur ohne die Lüge. Wir zwei sind vielleicht ein Paar. Gut, dann heizt das Feuer an. Wir haben einen Kunden, der eine Rüstung braucht, die eines Hexers würdig ist. Du hast daran gezweifelt, dass die Rüstung dich schützt. Gib's zu. Meisterlicher Arbeit vertraue ich. Danach strebe ich selbst. Du hättest nicht nach dem legendären Werkzeug von Undvik und der Säure des Erzgreifs gefragt, wenn du nicht wüsstest, was du tust. Vielen Dank für dein Vertrauen in mich. Gib uns ein paar Tage, dann ist deine Rüstung fertig. Mhm. Komm, ich werde dir helfen, sie auszuziehen. Okay. Ja, jetzt hätten wir erstmal die Sache mit der Rüstung geklärt. Als nächstes zum Quartiermeister und dann werden wir der Wind heult uns dem Hauptquest widmen. So, das aber in der nächsten Folge. Für heute bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.